So Leute, Tag 1 und grundsätzlich habt ihr gestern den Yogalehrer gesehen, den erhabenen, in sich hauchenden und vollkommen von Bedürfnissen befreiten Menschen. Und heute seht ihr den Marco hinter dem Yogalehrer, der sehr starke Bedürfnisse hat und der sich überhaupt nicht vollkommen und komplett fühlt. Und das ist die Realität. Die Realität zwischen Konzepten und Wahrheit. Und nichtsdestotrotz sind alle Gefühle und alle Emotionen gut und richtig, dass sie da sind. Und möchten angeschaut werden. Und heute habe ich mich entschieden, mich nicht abzulenken und diese Bedürftigkeit und dieses Alleinsein zu spüren. Und darauf zu vertrauen, dass dahinter große Stärke erwacht. So ein Weg, der hat nicht nur Sonne, sondern auch ganz, ganz viel Schatten. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass nur weil man den Titel des Yogalehrers besitzt, davon gefeit ist. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ihr beide Seiten von mir seht. Der Yogalehrer, der in Konzepten spricht und der Mensch dahinter, der genauso Bedürfnisse und Verhaltensweisen an den Tag legt, die nicht immer nützlich sind. Ich habe einen unglaublich interessanten Post gelesen auf Facebook. Spirituelle Singles im Austausch hat er geheißen. Und da ging es darum, um Bedürftigkeit. Und ein Kommentar über die Bedürftigkeit ist, dass in dem Wort bedürftig das Wort dürfen dahinter steckt. Dass man sich also diese Erlaubnis herausnimmt, sich die Dinge zu nehmen, die einer bedarf, und dass man sich erlauben kann, nicht immer stark zu sein und auch manchmal schwach zu sein. Und ich möchte euch einladen, euren Bedürfnissen nachzugehen und euch erlauben zu fühlen, erlauben Bedürfnisse zu haben und die euch auch zu erfüllen. Lasst uns von diesem Konzept weggehen, von diesem Hinzu und Weg von, und gehen wir dahin, dass wir Mensch sind und dass wir Dinge brauchen und bis zu einem gewissen Grad abhängig voneinander sind. Und dass, wenn wir diese Verletzlichkeit nach außen tragen können, dass dadurch sehr viel Kraft entsteht.